Schon 3 Tage ist das Schuljahr 2016/17 alt. Auch im Landkreis Zwickau hat inzwischen der normale Alltag für die Erstklässler begonnen. An der Grundschule in Gersdorf durften sich 21 ABC-Schützen über Zuckertüten freuen. Heute gleich zum zweiten Mal. Die Mädchen und Jungen hatten am Morgen hohen Besuch. Der Landrat persönlich war zu Gast. Zusammen mit dem Gersdorfer Bürgermeister Wolfgang Streubel überreichte Christoph Scheurer symbolisch für alle Erstklässler der Region eine kleine Zuckertüte. Diese beinhaltet nützliche Dinge für den Schulalltag. Ja, es gibt in dieser kleinen Zuckertüte ein paar Utensilien, die für die Sicherheit beim Schulweg helfen sollen. Also ein reflektierendes Band, ein Anstecker, das, was man so am Fahrrad hinten dran manchmal so blinken sieht. Alles, was so im Dunkeln dann die Sichtbarkeit erhöht dazu. Und natürlich eine kleine Taschenlampe, denn die muss man ja auch haben, wenn man in die Schule geht. Über 2900 ABC-Schützen wurden am vergangenen Wochenende in Zwickau und Umgebung eingeschult. 200 mehr als im vergangenen Schuljahr. Die symbolische Übergabe der Zuckertüten für alle Erstklässler im Landkreis hat Tradition. Dieses Mal fiel die Wahl auf die Grundschule in Gersdorf. Wir haben uns angeschaut, wo wir in den letzten Jahren schon überall gewesen sind. Das muss ja mal in einer größeren Stadt sein, mal in einem kleinen Ort dazu. Und Gersdorf hier hatte dieses Jahr mit den 21 Schülern wieder eine richtig schöne Zahl. Und so sind wir auf Gersdorf gekommen und ich glaube, die Kinder haben sich gefreut. Als Dankeschön für die Zuckertüten trugen die Kinder den Gästen ein Lied vor, was sie an den ersten beiden Schultagen einstudiert hatten. Der Bürgermeister war genauso angetan wie der Landrat, insbesondere von der Klassengröße. Eine schöne Klasse. Ich denke, das hilft den Schülern auch, gut zu lernen. Denn manche Eltern haben immer die Sorge, wenn die Klassen doch zu groß sind, dass dann die Lernqualität darunter leiden könnte. Für ihr erstes Schuljahr gaben Scheurer und Streubel den Erstklässlern noch ein paar wichtige Tipps mit auf den Weg. Ach, sie sollen überhaupt erstmal Spaß am Lernen finden. Das ist wichtiger als das reine Fachwissen. Denn wenn solche Kinder ans Lernen rangeführt werden, dann ist natürlich das Wichtigste erstmal das Lernen, bevor wir dann zum Fachwissen können. Sie sollen Spaß an der Schule haben, miteinander etwas zu lernen, miteinander etwas aufzunehmen und das Ganze, und das haben wir in der Klasse ja gemerkt, mit Spaß und mit Freude, damit einfach das nicht ein Zwang ist, sondern dass man jeden Tag als Schulanfänger gerade gerne in die Schule geht und mit seinen Freunden und der netten Lehrerin dann lernt. Mit viel Spaß waren die Schüler schon heute Morgen im Deutschunterricht dabei und auch ihr erstes Wort können sie bereits lesen, Mama. In den nächsten Wochen dürfte noch sehr viel mehr dazukommen.